Der Werwolf ruft, umwieselnd von Gollum und Gattin. Sie sind nicht bei Twilight oder Herr der Ringe, sondern beim ESC 2015 in Wien. Bei Wetten, dass hat es für Markus Lanz für die Popstar-Karriere nicht ganz gelangt. Da kam das Angebot aus Schweden doch gerade recht. Da steht er, smart und schick, wie ein Dressman oder ein flotter Versicherungsvertreter. Dina in der IKEA-Lampenabteilung, die extra heute wieder länger geöffnet ist, das hat die Welt gebraucht. Modern Talking, wiedergeboren als jubilierender Graf Dracula, der gerade neue Opfer gefunden hat. Die Jungs kamen wohl zu spät zum Abiball und wollten nun mit ihrer NSYNC-Kopie Eindruck schinden. David Garrett hat heute seine Geige vergessen. Dafür hat er aber plötzlich gemerkt, dass er unglaublich gut singen kann. Großes Kino aus Island. Oh je, ich fürchte, bei dem Ton sind sicher viele Gläser zersprungen. Ich wette, diese fröhlichen Teletubbies gefallen sicherlich nicht nur isländischen Kindern. Das war der Trailer zu einer neuen polnischen Reality-Show. Bauer sucht Frau. Was hat sie denn um den Hals? Ein Strick mit Blumenkohl? Vielleicht als Strafe für das schrecklich trutschige Kleid. Oh je, Choreografie kann manchmal übel enden. Und wie ging der alte Karlauer? Belgien ist bekannt für sein Bier. Der junge Mann könnte mit den Augen brauchen. Die Powerscheinwerfer bei Sanna's Lightshow haben bestimmt bis rüber nach Schweden geleuchtet. Hoffentlich haben die Schiffe das nicht falsch gedeutet und sind im Öresund gegen die große Brücke gedonnert. Die bunte Ü50-Disco auf dem Kreuzfahrtschiff mit Serhard als Animateur. Slowenier ist mehr. Da stehen sie ganz entspannt wie zwei Krankenpfleger beim schüchternen ersten Date in der Mittagspause. Singen kann sie, aber Designer-Tapete als Umhang und das silberne Federngedönse darunter zeugen nicht gerade von modischer Erleuchtung. Tamta und ihre Cowboys mit ihrer, naja, sagen wir Regenkleidung, mehr was fürs Late-Night-Programm. Vielleicht verlangt ja Madonna nachher Backstage Lizenzgebühren für das Outfit.